bin Sebastian Kübler und bin der Komponist der neuen Parkhymne des Conilands. Das Conilands kenne ich noch aus Kindheitstagen. Ich komme gebürtig aus dem Hochschwarzwald, da war das nie ganz so weit weg. Dort habe ich viele schöne Stunden verbracht und habe mich umso mehr gefreut, als es hieß, dass jetzt IMOSCORE eine Hymne schreiben darf. War natürlich eine ganz tolle Sache, weil ich jetzt sozusagen das, was ich damals erlebt habe, jetzt musikalisch hörbar machen konnte. Wenn man jetzt ein Park-Theme schreibt und eben nicht die Musik für eine Attraktion, das unterscheidet sich schon grundlegend, weil die Attraktion doch meistens so ein Eigenleben hat oder so eine eigene Klangwelt. Und ein Park-Theme soll ja quasi den ganzen Park zusammenfassen, musikalisch zusammenfassen. Und dort ist es eben die Herausforderung, sehr viele emotionale Elemente zu vereinen, aber das eben auch nicht zu langatmig oder zu langwierig zu gestalten, sondern relativ ein fetziges Musikwerk zu komponieren. Die Zusammenarbeit mit dem Conilands als der größte Freizeitpark der Schweiz ist für uns ein sehr wichtiger Schritt gewesen und wir freuen uns sehr darüber. Ja, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, die Hymne fürs Conilands zu schreiben, auch gerade eben wegen der Erinnerung von früher. Und ich hoffe, dass das die Gäste auch so sehen und dieses neue Musikwerk, die neue Parkhymne gut ankommt.